Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Router Toys. Schön, dass ihr dabei seid. Mir freut's. Und für alle, die uns auf YouTube nicht verfolgen, sondern jetzt über Facebook zufälligerweise über das Video gestoßen sind, über die Regionalgruppen, was man so ja, an Geschäften bei uns da hat und so weiter, so begrüße ich unsere Leute auf YouTube. Vielleicht könnt ihr uns ja auch weiterhin folgen mit interessanten Videos über unsere Tankstelle, über unseren Spielzeugladen, was da Neues gibt. Und wir machen jetzt einfach nur einen kleinen Rundgang. Da, weil wir haben wirklich das Phänomen, dass du uns Kunden reinkommen, die dann sagen, oh, ihr habt umgebaut oder ihr habt Spielwaren oder ihr habt einen Fotoapparat, Fotoautomat. Ja, den haben wir. Das Problem ist, viele kommen einfach rein zum Kassieren und gehen, zum Zahlen und gehen wieder raus und fehlt gar nicht auf, was bei uns alles los ist mittlerweile. Ich werde jetzt die Kamera kurz und das Display umdrehen, dann machen wir einen kleinen Rundgang, ich werde ein bisschen was dazu erzählen und schauen wir, wie das Ganze dann wird. Einen Augenblick, kurz verwackeln. Also, wir sind ja eigentlich eine Tankstelle und wir haben Spielwaren. Und das Ganze seit ja, über ja, so 2,5, 3 Jahren haben wir Spielwaren, aber nur in kleiner Form gehabt. Also wir haben nur 1, 2 Regale gehabt. Das Ganze ist ja bei den Kundschaften so toll angelaufen, dass wir vor 1,5 Jahren zu Idee und Spiel mit, also übergelaufen sind, mehr oder weniger, und haben unseren Tankstellenshop dementsprechend umgebaut. Also wir haben die ganz normalen Sachen wie Batterien, ja, Öle, Scheibenfrostschutz, mittlerweile Glühlampen, also alles, was man irgendwie an Kfz-Zubehör benötigt, also die hauptsächlichen Standard-Sachen haben wir da für euch. Alles andere, was ein bisschen spezieller ist, leider nicht. Also ich gesagt, Zündkerzen zum Beispiel haben wir leider aus dem Sortiment nehmen müssen, weil es einfach zu vielfältig ist. Also wir könnten den ganzen Laden, den wir hier haben, rein mit Zündkerzen zu kleistern und das ist einfach irre. Aber ihr bekommt bei uns so alles, dass das Auto funktioniert. Das haben wir da, auch Sicherungen und Kleber. Ich schwenke jetzt einmal kurz rüber. Also wie gesagt, unsere Getränkeabteilung. Und unsere Getränkeabteilung, weil wir eben jetzt nicht so groß sind, haben wir mittlerweile ein bisschen eingebunden mit unseren Puzzles. Die sind hier jetzt ein bisschen besser aufgeführt. Und ein Highlight natürlich bei uns ist der CW-Fotoautomat. Also ihr könnt bei uns Fotos ausdrucken. Ihr könnt aber auch Fotoalben erstellen und zu uns herschicken lassen, dann bei uns abholen. Ist alles bei uns da. Gut, zu Stadtland, Vollpfosten und so weiter von den Denkriesen kommt noch extra Video. Sind wir jetzt dieses Jahr wieder Exklusivhändler frisch geworden. Für alle, die das nicht sagt, wir haben noch Warhammer hier. Also von Warhammer gibt es auch PC-Spiele. Ist aber im Endeffekt ein Tabletop-Game auf Modellbaubasis. Man baut sich seine Spielfiguren quasi zusammen und kann dann mit anderen gegeneinander spielen, wie auf der guten alten Zeit, ja, wo es einfach noch keine Computer gab, wo man die Rollenspiele zu Hause mit Freunden gespielt hat. Dann kommen wir zu unserem kleinen Zigarettenständer, Zeitungsständer, ja, unser Wunderbaumzubehör, unsere Süßwarenabteilung, auf gut Deutsch gesagt, mit Zeitschriften. Zeitschriften ist jetzt bei uns auch neu, also was heißt neu, aber sagen wir mal, ein gutes Jahr werden wir es jetzt haben, wenn überhaupt. Und dann geht es auch schon los mit Spielwaren. Wir haben hier unsere Drehregale, also hier ist das Verlängerungskabel von meiner Kamera, weil der Akku nichts mehr aushält. Und wir gehen jetzt einfach mal durch. Hier gibt es so kleine Mitbringsel vom Playmobil. Dann haben wir hier unsere Playmobil-Abteilung. Also es ist alles ein bisschen ja, geordnet, ungeordnet. Hier ist mehr oder weniger unsere Mädchen-Kreativabteilung und auch für die Kleinen ist auch was dabei. Dann wir haben, ich werde jetzt mit Zoom arbeiten, also wir haben auch viele Klemmbaustein-Alternativhersteller hier. Wir haben Kasi, wir haben Sembo, wir haben Q-Man, also von Q-Man die Sets, die nicht von Lego verboten worden sind in der Richtung. Und ja, wie gesagt, Lego natürlich als Hauptklemmbausteinhersteller oder als Erfinder auf gut Deutsch gesagt. Wir haben auch für die ganz Kleinen etwas, aber leider komme ich da nicht hin. Also unsere zwei Schubläden hier, die da frei sind, da müssen wir noch was verhaspelt, da müssen wir noch was hinkleben. Also das sind die beiden Schubläden, wo jetzt die Kamera drauf fokussiert, haben wir die ganzen Sachen für die Neugeborenen und Kleinsten
von den Kindern hier. Wie gesagt, unsere Playmobil-Ecke immer wieder neu, bekommen wir im Februar wieder ganz neue Sachen rein. Also immer wieder mal vorbeischauen. Wir bestellen alle paar Wochen wieder was oder direkt auf Bestellung. Es ist natürlich auch möglich, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel von Lego die großen Sachen verwende, da können wir bestellen, was ihr wollt. Da machen wir super tolle Preise. Und ja, also jetzt hoffe ich, hab mal ein bisschen was gesehen von unserem Laden hier, was wir alles haben und wie das Ganze aufgeführt ist. Wie gesagt, wir hätten gerne mehr Platz und mehr Artikel für euch. Hier ist Diamond Painting nochmal. Wer es noch nicht kennt, wir haben ja jetzt auch coole Puzzles hier, also Holzpuzzles mit speziellen Formen, die ja individuell zusammenpassen würden. Spiralpuzzles. Also ich würde sagen, kommt einfach vorbei, schaut es euch an. Es tut mir leid, dass ich ein paar Verhaspler drin habe, aber ja, so ist es einfach, wenn man frei redet und ohne, ja, was heißt ohne Konzept, ohne irgendwie, dass man was aufgeschrieben hat, einfach mal kurz durchgehen und erklären, wie wenn ihr jetzt bei uns da werdet und würdet uns besuchen. Also von daher, macht es gut. Tschüss, euer Bernhard von Router Toys.